Und weiter geht's mit dem SR500-Projekt. In den letzten Folgen habe ich das Motorrad für den TÜV vorbereitet, die neue Gabel sowie Felgen von einer 701er Husqvarna verbaut. Vorne und hinten habe ich noch neue Bremssättel von Brembo montiert und den Rahmen modifiziert. Nachdem ich die SR und den Motor in den letzten Folgen zerlegt habe, wurde alles für die Montage des Motors vorbereitet, was ihr jetzt hier in dieser Folge sehen könnt. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren und ein Like dalassen. So, dann geht's jetzt los. Die SR500 ist ein absoluter Klassiker und ich freue mich jetzt schon, diesen Motor wieder zum Leben zu erwecken. Ich zeige euch hier jetzt Schritt für Schritt, wie ich meinen SR500 Motor wieder zusammenbaue. Für mich steht die Sauberkeit hier immer ganz oben. Ich muss sicherstellen, dass alle Teile des Motors sauber sind und frei von Schmutz sowie Korrosion. Ihr habt das ja in den anderen Folgen auch schon gesehen, ich schicke die da gern zum Nassstrahlen. Aber wie macht ihr das denn? Wie macht ihr eure Motorenteile sauber oder auch wie säubert ihr den Motor im Betrieb? Habt ihr Tricks oder Produkte, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Als nächstes überprüfe ich dann nochmal alle Teile des Motors, um sicherzustellen, dass sie auch in gutem Zustand sind. Also ich prüfe hier alle Dichtungen, die Lager, Ventile, aber auch das Gehäuse. Es könnten auch kleine Haarrisse da irgendwo sein, deswegen gucke ich da gerne mal ganz genau nach. Es ist wichtig, alle Teile genauestens auf Schäden und Verschleiß zu prüfen, um Probleme zu vermeiden, wenn wir den Motor wieder in Betrieb nehmen. Falls ihr schon mal einen Motor überholt habt, habt ihr sicherlich auch schon mal ein defektes Teil entdeckt. Dann geht es jetzt darum, den Motor wieder zusammenzubauen. Vorab noch als kleine Info, vor dem Zusammenbau der einzelnen Baugruppen reinige ich die Teile zusätzlich nochmal mit Druckluft, um die letzten Verunreinigungen zu entfernen, und ich öle auch an entsprechenden Stellen beim Einbau, damit das Öl bereits an den schwer erreichbaren Stellen vorhanden ist. Das sieht man hier nicht immer im Video, aber ich mache das schon abseits der Kamera. Jetzt habt ihr schon gesehen, wie ich hier verschiedene Lager in die Motorhälften einfallen lasse. Die Motorhälften kommen hier frisch aus dem Backofen. Man sieht auch, ich habe Handschuhe an, die mich vor der Wärme schützen. Und das ist immer sehr schön, man kann die Lager echt einfach reinfallen lassen. Ein bisschen muss man manchmal nachhelfen mit dem Hammer, aber es ist besser, als mit der großen Presse hier zu arbeiten und das Gehäuse vielleicht zu beschädigen. Da der Motor etwas stärker vibriert, weil es ein Einzylinder ist und ich nicht möchte, dass die Schrauben lockern, ziehe ich die natürlich mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an und bestreiche die noch mit etwas Schraubensicherung. Beim Einsetzen der Wellenlichtringe verwende ich gerne Fett oder auch Öl, dann flutschen die schön in den Sitz rein. Kupfer- oder Alu-Dichtscheiben werden immer erneuert. Die Einstellung hier für den Kupplungshebel wird bei der Inbetriebnahme gemacht. Der Dichtring hier von der Getriebeabtriebswelle hat so kleine Absätze, die nach unten reinkommen, damit sich das Lager trotzdem frei drehen kann, sonst würde er innen am Lager anliegen. So, dann wäre jetzt die linke Motorhälfte fertig. Auf geht's zur rechten Seite. Hier könnt ihr auch schon rechts sehen, dass ich den Sitz des O-Rings rot markiert habe. Den Ring darf man auf keinen Fall vergessen. Den setze ich dann immer gerne ein und klebe dann noch ein bisschen Kreppband drüber, damit ich beim Händeln jetzt hier nicht mehr verliere. Das Kreppband muss natürlich, wenn beide Hälften zusammenkommen, auf jeden Fall entfernt werden. So, nachdem die Kurbelwelle in eine Hälfte eingesetzt wurde,
kommt ein bisschen Öl hier auf die Lager und dann werden die beiden Getriebewellen eingesetzt. Das sollte alles relativ einfach gehen und die Wellen sollten danach auch widerstandsfrei drehen. Hier setze ich jetzt noch die Schaltwalze ein und anschließend die Schaltklauen, die dann die einzelnen Getrieberäder je nach Schaltstellung bewegen. Damit hier alles schön flutscht und direkt von Anfang an gut funktioniert, am besten schön viel Öl verwenden. Bevor die beiden Motorhäften jetzt gleich gefügt werden, muss noch eine Dichtmasse aufgetragen werden. Hier der Tipp von mir, nach dem Verwenden einfach die Spitze abschrauben und aushärten lassen. Dann könnt ihr vor dem nächsten Gebrauch die ausgehärtete Masse in der Spitze einfach rausziehen und die ist dann sauber, wie ihr hier sehen könnt. Bei dem Auftragen jetzt solltet ihr nicht zu viel verwenden, weil das könnte sich dann in den Motor reinquetschen und dann fliegen euch diese ganzen Dichtmassepartikel in den Getrieberädern rum. So, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe die beiden Zentrierhülsen vergessen, also Motor nochmal auf, Dichtmasse runter, beiden Hülsen rein und dann habe ich den Motor einfach wieder geschlossen. Gut, dass es mir direkt aufgefallen ist und nicht erst ganz am Ende vom Motor Zusammenbau die Teile übrig geblieben sind. Fehler passieren, kann man aber wieder ausgleichen. Die Drehmomente, die ich hier zeige, sind aus dem Buch von der SF500. Falls euch die Drehmomente nicht gefallen oder ihr andere nehmt, könnt ihr gerne machen. Das sind einfach nur die, die im Buch drin stehen. So, dann komme ich jetzt zur Seite mit der Kupplung. Hier wird als erstes die Ölpumpe eingebaut. Ich habe mir hier von Kedo eine größere Ölpumpe geholt. Wenn ich auf den Rotoren ein paar Kleinigkeiten finde, dann kaufe ich mir immer eine neue Ölpumpe, weil da sollte man nicht sparen. Alles natürlich schön mit Öl benetzen, damit am Anfang, wenn der Motor gestartet wird, direkt überall das Öl schon vorhanden ist. Bei dem Einbau vom Schalthebel gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass der Punkt übereinstimmen muss. Jetzt komme ich hier zum Kickstarterblech. Das bricht gerne mal ab. Da kann ich nur empfehlen, es einfach immer neu zu kaufen. Sonst fliegt euch das einfach im Motor rum irgendwann.
ja, der Antrieb vom Kickstarter ist jetzt drin und hier gibt es auch noch ein kleines schönes Detail zu sehen. Das Ritzel lässt sich frei drehen, wenn man kickt nicht und in der untersten Stellung dreht es sich wieder frei. Es gibt viele Leute, die Angst haben, dass wenn man den Motor der SR oder der XT ankickt, dass es wieder zurück hochschlägt. Das ist kein Problem, wenn man einfach runterkickt, aber auch unten bleibt, weil unten dreht sich das Ritzel wieder frei. Falls der Motor zurückdrehen sollte, passiert da einfach nichts. Das hier sind jetzt die ersten Teile für den Kupplungskorb, der gleich montiert wird. Und da gibt es nicht viel zu beachten. Man muss natürlich die Teile richtig rum einbauen. Aber viel Öl hilft viel hier. Die Kupplungsbeläge habe ich natürlich auch vorher in Öl eingelegt. Mache aber trotzdem bei jeder Schicht nochmal ein bisschen Öl dazwischen. Dass auch wie bei den anderen Teilen der Motor beim Starten direkt hier mit Öl überall benetzt ist. Hier auch ein kleines Detail, die Mutter ist an einer Seite abgerundet und diese abgerundete Seite muss nach oben zeigen. Nachdem die Kupplungsdruckstange eingesetzt ist, könnt ihr dann gleich schon mal testen, ob das alles funktioniert und auch hier den Deckel von der Kupplung draufsetzen und dann seht ihr schon, wie die Kupplung trennt. Dann kommen noch die Federn, einfach kreuzweise anziehen, ist nichts Wildes. Und das Ganze sollte dann super schön sauber frei laufen. Hier kommt jetzt noch die Kette rein, die oben die Ventile steuert und dann sind wir fast schon fertig unten. Die SR500 hat keine mechanische Zündung, sondern eine digitale, deswegen gibt es hier nicht dieses zusätzliche Zahnrad, was rechts auf der Seite dann die Kontakte steuert zum Öffnen und Schließen, damit der Zündfunk entsteht. Bevor der Seitendeckel montiert werden kann, müssen ja auch die Zentrierhülsen hin und dann sitzt der Deckel auch schön. Unten am Motor kommt jetzt noch hier dieser Federmechanismus rein mit so einer Kunststoffdichtscheibe und der arretiert dann die Schaltwalze in den verschiedenen Stellungen, vor allem auch in der Neutralstellung. Und dann kommt auch schon der Motorständer dran und ich kann den Motor hinstellen. Der untere Teil vom Motor ist jetzt zusammengebaut. Die Zündung fehlt noch und der obere Teil. Das erfolgt aber alles im nächsten Video. Falls es euch gefallen hat, gerne Kanal abonnieren, liken und dann seht ihr, wie es im zweiten Teil weitergeht und der Motor am Ende final aussieht.